Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back. Abschließend für euch heute wieder mit einer weiteren Folge von der Thalbach im LS19. Ja, ihr seht's. Ja, schnell Tür zu machen, nicht dann, dass hier noch Bienen oder sowas reinkommt. So, ihr seht's, ich bin gerade wieder unterwegs. Richtung Thalbach. Und zwar diesmal von der anderen Seite, weil ich ja auf dem Rückweg wieder auf das Feld gefahren bin, von oben her über das Naturschutzgebiet. Und jetzt gehen wir in die Richtung und wollen die zweite Abladestelle anfahren. Wir haben hier einen kompletten Hänger voll jetzt mit Weizen und fahren Richtung Baywa. Und somit seht ihr eine weitere Verkaufsstelle hier auf der Karte. Ja, ist schon ein bisschen schwerer. Man merkt, der zieht nicht mehr ganz so gut. Was wollen wir in dieser Folge ansprechen? Und zwar ein Kommentar, beziehungsweise ich glaube sogar zwei waren es, ob ich die Ampeln noch einbauen werde. Hier nochmal sei gesagt, dieses Ampelskript vom 17er gibt es in dieser Form nicht mehr für den 19er. Heißt, aktuell werde ich die vermutlich draußen lassen, außer es wird sich mal noch irgendwann was rühren mit dem Ampelskript. Fahren wir über Thalbach hinaus Richtung Sägewerk, das lassen wir aber rechts liegen und fahren dann zur Baywa. Teilweise, habt ihr recht, kommt der Verkehr ein bisschen gefühlt schnell rüber, aber es ist halt auch angenehm, wenn ihr zum Beispiel hinterher fahrt. Ihr merkt das ja immer im Vanilla Game. Es ist einfach ätzend. Ihr müsst immer runter mit 30 km/h durch die Gegend. Das ist nicht schön. So könnt ihr halt mit eurem Schlepper 40, 50 fahren, ohne Thema. Die Collies habe ich so weit auseinandergezogen. Sollte eigentlich funktionieren. Dass der KI-Verkehr euch rechtzeitig erkennt. So, hier unten, da seht ihr schon, da ist das Sägewerk. Das werden wir aber erst, ja, ich gehe mal davon aus, ganz, ganz spät anfahren. Weil die Produktionen unter anderem hierfür werden noch im Hintergrund gerade hergestellt. So, da vorne kommt die Baywa. Meine zwei Hauptverkaufsstellen von drei schon gesehen. Das hier ist die Baywa. Fahren wir mal von hier rein. Und auch das sieht ganz gut aus. Mal schauen, ob wir noch ein schönes Bild machen können. Kollege hier fertig ist. Mal so. Also so sieht die Baywa aus. Recht ja, einfach gehalten, so wie sie auch im 17er war. Ich habe nur hinten noch ein bisschen ein Silo hingebaut und nochmal eine Verkaufsstelle für Hackschnitzel. Und hier noch für die ganzen Ballmissionen, was euch dazu zwingt, die hier noch zu verkaufen. Und ansonsten, ja, recht einfach gehalten. Ne? So. Dann können wir wieder zurück. Ich muss noch die verschiedenen... Oh, ich glaube, da wäre ein Spiegel nicht schlecht hier raus. Die verschiedenen
Verkaufsmöglichkeiten noch eintragen, weil ich will zum Beispiel Kartoffeln und so weiter auf der anderen Seite verkaufen lassen. Und nicht hier oben jetzt bei der Baiba, wo wir waren, sondern hier hinten. Da gibt es dann hier eine richtig schöne Abladestelle. Turm, Gärtnerei. Also ihr habt auf jeden Fall eine Menge, wo ihr euer Zeug loswerdet. Komme ich hier durch? Ich glaube, ich bin jetzt in die Sackgasse rein. Ja. Ja. Da müssen wir dann nochmal umdrehen, weil das... Gucken wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt an. Eins nach dem anderen, Freunde, ne? Die ganzen Bereiche mit den Bäumen könnt ihr euch kaufen, könnt ihr auch Forstwirtschaft machen. Macht auf jeden Fall Sinn auf der Karte, weil, wie gesagt, wir ja Produktionen unter anderem für das Sägewerk reinpacken. Ich glaube, da habt ihr richtig Spaß. Wir haben uns dafür entschieden, beziehungsweise teils auch ich, weil der Henny hat klar gesagt, entscheid du. Du stehst ja auch für die Karte ein und durch das, dass ich eigentlich ein recht casual Spieler bin, ja, habe ich mich so einfach wie möglich entschieden, ja, dass im Endeffekt jeder mit der Karte zurechtkommt und so Riesenproduktionen wahrscheinlich kein Mensch auf der Karte spielen würde. Deswegen haben wir es recht einfach gehalten. Nämlich auch schon langsam, aber sicher die Ballenpresse organisieren. Auch noch so eine Elendsaufgabe, in die ganzen Straßen ablaufen und gucken, dass das Gras und Unkraut nicht zu weit reinsteht. Ach ja, ich habe noch ein paar Kühe geholt. Im Direktkauf, bin ich wie immer ehrlich zu euch, heißt also direkt am Kuhstall, damit halt so schnell wie möglich Gülle etc. zustande kommt. Seht, die Hütte ist voll. Und dann können wir uns gleich noch eine Neuigkeit anschauen von uns. Ich bin auf euren Vorschlag eingegangen. Ich fand den eigentlich auch ganz gut, besonders weil es im 17er auch so war. So, und zwar steigen wir kurz aus. War hier hinten. Ein anderes Becken, ja, so ein hohes Becken. Ah ja, genau, hier hatte ich ja das Regal noch. Ich werde es noch ein bisschen eintüdeln, dass es ein bisschen zugewachsen aussieht, ja, dass es nicht so fresh aussieht. Aber fand ich gar nicht schlecht, euren Vorschlag. Und durch das, dass es im 17er auch so war, war ich eigentlich ganz d'accord damit. Und habt es umgeändert. So, zweite Verkaufsstelle, auch verifiziert, wie man so schön sagt. Es gibt noch viel zu entdecken. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Und ciao.